Moin Moin und herzlich willkommen, liebe Zuschauer und Abonnenten, zur nächsten Abstimmung. Abstimmung? Wenn es einige fragen, ja. Da die Abstimmung schon für die Let's Play-Karriere beendet ist, da fahren wir ja mit McLaren, fahren wir aber auch eine sogenannte Livestream-Karriere in F1 2017. Und zwar habe ich mir da so ein bisschen was überlegt. Und zwar, wir werden dort auch die 100%-Rennen fahren. Der Vorteil ist einfach, ihr könnt den direkten Unterschied wieder mal sehen zwischen 100%-Rennen und 50%-Rennen, wenn ihr sowohl die Livestream-Karriere als auch die Let's Play-Karriere verfolgt. Ich stelle euch zwei Teams zur Auswahl. Die Abstimmung findet ihr oben rechts in der Infokarte. Das erste Team, was ich mir überlegt habe, ist das kleine Team von Toro Rosso mit dem lieben Teamkollegen Carlos Sainz Jr. Mit Toro Rosso werden wir, glaube ich, sehr gut um das Mittelfeld kämpfen können. Vielleicht sogar Force India, Williams, Haas und Renault ärgern. Von daher hätten wir damit richtig gute, spannende Zweikämpfe. Das zweite Team, was ich zur Auswahl stelle, ist das Schwesterteam und zwar, oder das Bruderteam von Toro Rosso, nämlich den Red Bull. Mit dem Red Bull habe ich eigentlich dann vor, um den WM-Titel gleich in der ersten Saison zu fighten. Die Lücke zwischen Mercedes und Ferrari ist dann schon ein bisschen groß. Die geht es dann natürlich aufzuholen und dann können wir mal schauen, was so am Ende der Saison möglich ist. Wir werden immer einen Renault-Motor im Heck haben, egal welches Team wir von den beiden nehmen. Von daher sehen wir auch da zum Beispiel den Unterschied zwischen dem Honda und dem Renault-Motor, zum Beispiel auch schon in der Haltbarkeit. Also, welches Team wollt ihr gerne in der Livestream-Karriere sehen? Wann genau jedes Mal das Rennen ist, das ist dann eher spontan. Also, wenn ihr da dabei sein wollt, abonniert am besten den Kanal, dann seid ihr immer auf den Laufenden. Die Abstimmung lasse ich jetzt einfach mal laufen bis zum ersten Rennen und ich wünsche euch viel Spaß und ich bin gespannt, für welches Team ihr euch entscheidet. Entweder den Red Bull oder den Toro Rosso. Macht's gut, haut rein und tschüss. Ach, der Teamkollege von Red Bull wäre dann übrigens Max Verstappen. Und jetzt tschüss.